Der dritte Otto-Brenner-Preis für Katharina Voy und Andrea Röbke und ihre WDR-Fernsehdokumentation Das braune Netzwerk, wer steuert die Wutbürger? Und die Laudatio hat Volker Lilienthal. Mit dem Einzug der AfD in den Bundestag hat ein politischer Umbruch begonnen, der alle liberalen demokratischen Kräfte in Deutschland fordert. Populismus und eine bei vielen Bürgern grassierende Unzufriedenheit, nicht nur in den ostdeutschen Ländern, haben das möglich gemacht. Jetzt zeigt sich, es geht um viel mehr als Populismus, der kommen und gehen kann. Es geht um einen Antiliberalismus und rechten Autoritarismus, der nicht nur unser politisches System, unsere Demokratie herausfordert, sondern unsere freiheitlichen Lebensverhältnisse insgesamt in Frage stellt. Nicht nur die Politik, auch der Journalismus ringt noch um die richtigen Antworten. Schon wurden die Medien beschuldigt, am Aufstieg der AfD mit schuldig zu sein. Journalisten stecken hier in einem Dilemma. Unterschlagen, ja, Totschweigen geht gar nicht. Es muss berichtet werden. Aber die Journalisten dürfen sich die Freiheit der Relevanzprüfung nehmen und müssen nicht jedes Stöckchen, das ihnen von rechten PR-Strategen hingehalten wird, zur Aufmachermeldung machen. Pressefreiheit ist nicht zweckfrei. Es ist eine dienende Freiheit. Journalisten sind aufgerufen, im Interesse von Freiheit und Demokratie Haltung zu zeigen. Haltung zeigt sich nicht in kurzatmiger Aufregung, sondern in besonnener Analyse, im Rekonstruieren und Verstehen dessen, was gerade geschieht. Nicht nur vordergründig, sondern vor allem hintergründig. Unsere Preisträgerinnen Katharina Voy und Andrea Röbke leisten das auf vorbildliche und nachhaltige Weise. Ihre WDR-Dokumentation Das braune Netzwerk, in dem AfDler, Rechtsextreme und Neonazis in nicht nur konspirativer, sondern immer auch mehr unverschämter, offener Weise zusammenarbeiten, ist kritischer Fernsehjournalismus in Bestform. Politische Aufklärung, wie sie das Gebot der Stunde ist. Der Film fußt auf intimer Kenntnis der verschiedenen rechten Milieus. Eine Qualität, die vor allem auf Andrea Röbke mit ihrer langjährigen Erfahrung zurückgeht. Ausgehend von Aktionen und Ideologien der Rechten, die dem Zuschauer hier jeweils mit plastischen Beispielen und teils drastischen, manchmal furchteinflößenden Aufnahmen vor Augen geführt werden, gelingt den Autorinnen im nächsten Schritt eine kritische Strukturanalyse von Zusammenhängen unter den Akteuren, eine Spurensuche nach verborgenen Anknüpfungspunkten, an denen eine politische Zusammenarbeit zum Schaden des Landes begonnen hat. Dieser Film überzeugt mit Tatsachen und Bildern, die die beiden Autorinnen in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen haben. Auch der Oft-Kommentar des Films mit seinen politischen Wertungen des Gezeigten ist erfreulich nüchtern, kommt ohne übertriebene Verdammungsworte aus. Der Politikwissenschaftler Hajo Funke, dessen Statements immer wieder eingestreut werden, sorgt für Einordnung und Verstehen. Die bezwingende Emotionalität dieser TV-Dokumentation ist vor allem auch der Erfahrung von Katharina Voy als Filmemacherin zu verdanken. Kamera, Bildauswahl, Dramaturgie, hier stimmt alles. 45 Minuten Spannung beim Zusehen dabei, wie Deutschland unterwandert und untergraben wird. Wir sind alarmiert, spätestens nach diesem Film. Am Ende bleibt der Zuschauer beunruhigt zurück. Und diese Beunruhigung muss sein. Sie lässt uns alle spüren, dass dieser Spuk so bald nicht vorbei ist. Und dass für alle Aufrechten und Liberalen in diesem Land die Stunde der Entscheidung gekommen ist. Wegsehen ist nicht mehr, erst recht nicht nach einem solchen Fernseherlebnis. Vielen Dank. Andrea Röbke und Katharina Voy, herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie zu uns. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch, Katharina Woy und Andrea Röpke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben gerade ein paar Ausschnitte gesehen. Man sieht diesen Film tatsächlich mit einem ziemlich flauen Gefühl im Magen. Sie decken da ein braunes Netzwerk auf, das Einfluss hat auf die AfD, auch auf die Leute, auf die Wutbürger, die sogenannten auf der Straße. Was hat Sie persönlich motiviert, so tief in diese Szene einzutauchen? Der Hass. Also der Hass ist wirklich etwas, was mich persönlich und ich glaube meine Kollegin auch sehr erschreckt hat, weil es eigentlich in Deutschland für mich unvorstellbar war, dass plötzlich massenhaft Leute auf die Straße gehen und schreien Lügenpresse und Merkel muss weg und all diese und viele andere schlimme Sachen. Und wir wollten wissen, wo kommt dieser Hass her? Und vor allem, wer sind die Leute, die wirklich diesen Hass schüren? Das sind nämlich eigentlich nicht nur die Leute, die auf der Straße sind, sondern da gibt es sehr professionelle Leute, die die Strippen ziehen und die das ganz bewusst provozieren. Ja. Haben Sie versucht, Interviews, also in zwei Fällen ist Ihnen das ja, glaube ich, gelungen, Interviews mit diesen rechtsextremen Vordenkern zu bekommen? Wie war das? Ja, wir haben auf ganz unterschiedliche Arten gearbeitet. Also wir haben angefragt, wir haben alle Leute angefragt. Wir haben aber nicht davor zurückgeschreckt, über sie zu berichten, als sie uns abgesagt haben, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Wir haben uns eingeschlichen, wir haben heimlich Aufnahmen gemacht, wir haben einfach die Leute beobachtet, um zu zeigen, wie dieses Netzwerk funktioniert, mit sehr erschreckenden Ergebnissen. Was glauben Sie denn, ist das langfristige Ziel dieser Allianz, die Sie da ja zeigen? Das ist ja richtig ein Netzwerk, die arbeiten immer enger zusammen. Was ist deren langfristiges Ziel, dieser Rechtspopulisten und Antidemokraten? Eine antiparlamentarische Bewegung aufzubauen. Und das heißt, in der Kurzfassung die Demokratie abzuschaffen. Das ist das langfristige Ziel. Und das ist auch ernst gemeint. Also wir haben bei unserer Recherche festgestellt, dass da Beziehungen geflochten werden, von zum Beispiel vom deutschen Kolleg, was eigentlich anmutet wie ein deutscher Verein von alten Männern, die niemand mehr kennt. Von Horst Mahler, glaube ich, auch. Genau, genau. Und Reinhold Oberlacher. Und die haben Verbindungen bis zum Ku Klux Klan. Also das sind so Sachen, die sind völlig unbekannt und wir haben versucht, das aufzudecken. Das ist Ihnen in großartiger Weise gelungen. Herzlichen Dank, Katharina Woy und Andrea Röpke. Herzlichen Dank.